gegen irgend so ein EM aus Moldawien, Dobre Claudio Cristian. Da steht es 1-0 für mich bisher. 4,5 aus 8 habe ich jetzt. Das ist natürlich. Hört sich wenig an, aber ich habe gute Gegner gehabt. Jetzt spielt er den, ich mache den. Vielleicht macht er D5, nein. Na, ich muss den Bauern schon decken. Ist das denn? Machen wir den. Ja, nicht, dass ich hier irgendwo reinlaufe in irgendein Geschissel. Na, das gibt mir die Möglichkeit, den zu spielen, dachte ich mir. Ein bisschen Raumvorteil. Das ist jetzt aber auch nicht die Welt. Springer D7, Läufer F6. Läufer F6, Dame D2 ist die Idee. Naja, wenn ich aufpasse, spiele ich Dame D2, Springer D4. Er sollte A6 spielen, finde ich. Ja. Das ist richtig, so zu spielen erstmal. So. Hier nehmen. Weiß ich nicht. Bevor Springer D5 kommt. Er nimmt, ne? Dame F6. Na, soll ich die Damen tauschen? Nee, komm. Habe ich keinen Bock drauf, jetzt noch die Damen zu tauschen. Die Stellung ist halt minimal besser vielleicht für Weiß, wegen des Raumvorteils, aber ist halt auch nicht viel, ne? Spiel F3 gleich, stützt das Zentrum. Mach doch einfach mal den, dann gewinne ich eine Qualle. Antizipiert so ein bisschen B3, ne? Ich stütze erstmal das Zentrum mit F3. Ich antizipiere den. Und jetzt gehe ich gleich mit dem Läufer zurück und will den Läufer hierhin postieren. Da steht er besser. Mit Tempel. Läufer E3. Ich will den Läufer hier postieren. Eventuell ist Turm C1, C5 eine Idee. Er kann nichts hier hinstellen wegen Läufer G5. Er blockt alles so ein bisschen. Ultra passiv, ne? Ich weiß nicht, was hier der richtige Plan ist, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich nehme, dann nimmt er mit dem B-Bauern. Aber ich mache hier einfach nichts. Ich will mit dem Turm nach D5 rein. Ich muss gestehen, solche Stellungen finde ich nicht so dolle. So dolle. B4? Er will Springer E6 spielen. Ich will B4 spielen irgendwann. Turm zurück und dann B4. Jetzt verliert er die Geduld so ein bisschen. Die Stellung wird jetzt plötzlich taktisch. Naja, er will die B-Linie nicht öffnen. Ich sehe schon. Die A-Linie meine ich. Er wird Springer E6 spielen. Aber dann habe ich Turm E1, Springer D4, Turm E6. Wo will der Springer denn hin? Er hat keine Felder. Vernünftig. Springer D7. Jetzt habe ich eventuell das Schach hier. Was aber nichts bringt, ne?
keine Zeit mehr. Nein! Macht er denn da? Was ist denn für ein? Ich habe noch 5 Sekunden. Bleib mal ruhig, TBG. Das war nur Glück. War einfach nur Glück. Glück. Ah, gegen so eine öselige Eröffnung, ey. Ja gut, man muss natürlich ihn nehmen. Das ist natürlich der Zug, den man spielen muss. Ich weiß nicht, er strebt hier so ein Endspiel an. Ich weiß es nicht. So. Aber ich hatte keinen Bock auf das Endspiel. Wahrscheinlich hat er das schon tausendmal gespielt. Deswegen entwickle ich einfach meine Figuren. Jetzt haben wir irgendwann eine ausgeglichene Stellung. Tausch, tausch, tausch. Ist ausgeglichen. Und jetzt tauscht er alles ab. Vielleicht sollte ich sogar ins Endspiel gehen hier und E5 spielen. Aber wollte ich nicht. Da ist halt echt nichts los in der Stellung. Und plötzlich kriegt er hier Spiel, weil ich die E-Linie vernachlässigt habe. Und hier stehe ich sogar schlechter, ey. Nee, ausgeglichen. Ja, Turm E2, dachte ich, droht hier was? Dame G5 oder so? Warum kann ich hier nicht nehmen? Wegen Dame G5? Es droht doch hier der hier. Das ist zu kompliziert, das spielt keiner. Dann macht den. Das ist ausgeglichen. Irgendwie blöd hier den Bauern eingestellt, anstatt H4. Ich hatte nur noch eine Sekunde und musste ganz schnell was ziehen. Aber H4 natürlich. Ich honk. Stattdessen den. Jetzt stellt er hier alles ein. Ich meine, das müsste besser sein für ihn. Aber er macht jetzt einen riesen Bock hier. Lässt meinen Bauern durchlaufen.